Was ist das? Fuji! Ein Eindringling kommt ganz unverschämt in unser Revier. Das muss bestraft werden. Fuzzi, Fuzzi! Ein gelber Fuzzi habe ich ja noch nie gesehen. Der World of Awesomeness Fuchsing kam nicht möglich. Keine Ahnung, wie viel der hat. Wie viel KP? Wir scannen erstmal. Ich glaube, er hat mehr. Als so ein schwarzer Fuzzi. Goldfuzzi oder was? Cool! Das ist ein Goldfuzzi. Hey, 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 Atze. Fuzzis mit goldfarbenen Borsten sind sehr selten. Es ist schon unglaublich, was für Monster man hier so begegnet. Maximal KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Goldfuzzis saugen sich nicht fest und absorbieren auch nicht deine KP. Das ist schön. Mit ihrer Farbe dürfen sie jedenfalls überall auffallen, wo sie auftauchen. Ja, das ist richtig. Naja, wir klatschen dem erstmal mit Power Hour 1 rein. Ist mir wurscht. 4, das ist schön. Auch mehr cool. Was macht der? Fuzzi, der ist der stark, Fuzzi. Aber der Kampf fängt gerade erst an, Fuzzi. Auf ihn, Fuzzi. Was ist hier nur los? Hilfe! Das ist natürlich auch schön. Ach du Scheiße. Hey! Ja! Ja! Das war gut, aber Mario geht trotzdem irgendwie schlecht. Alter, und der greift auch noch an. Ich glaube, ich spinne. Die haben 20. Ich muss weg. Fuzzi-Horde, aha. Naja, Goldfuzzi kriegt drauf und Mario soll dann Stern fit machen. Voll aufs Maul. Unschön, das ist alles unschön. Naja. It's Wayne. Oh, fast im Giftpilz rein. Mario! Braucht Mario Leben. Mario! Yeah. Sehr schön. Oh, Giftpilze. Nein! Schneller! Mario leben! Yay! Damit auch das wieder auf. Na, so gut wie. Oh, toll. Fuzzi-Horde. Warum immer auf Mario? Nein! 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 Alter! Alter! What the? What the hell? Ich glaub, ich spinne. Die kriegen jetzt mit der Feuerblume erstmal ins reingepustet. Powerblock? Nö. Nö, das ist irgendwie alles nicht schön. Mario soll sich jetzt erstmal irgendwas reinpfeifen. Ja, zum Glück haben wir einen Pilz da. Sonst ist das alles uncool. An diesen Kampf konnte ich mich irgendwie nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, was hier nur los ist. Nein, schon wieder Fuzzi Power. Okay. 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 Yeah. Du leckst mich, Gold Fuzzi. Nein. Ist mir auch wurscht, du kriegst jetzt aufs Maul. Gold Fuzzi ist tot. Und damit verschwinden die anderen auch. Ich hab's mir fast gedacht. Ja, 20 Sternpunkte. Deswegen habe ich nämlich die Fuzzi-Horde gar nicht angegriffen, weil es eh nichts bringt. Fuzzi, oh nein, Fuzzi. Tschüssi. Weg mit euch. Habe ich mir fast gedacht, dass dann die Fuzzi-Horde verschwindet, wenn wir den Goldfuzzi fertig machen. Na gut, genug rumgelabert. Wir können uns da außen heilen für 5 Münzen. Durch Sprünge gegen diese Herzblöcke werden Mario und seine Mitstreiter erfrischt. KP, Kraftpunkte, BP, Blütenpunkte werden komplett aufgefüllt. Dafür zahlt Mario so viele Münzen, wie über den Block angezeigt werden. Und, hast du jetzt schon gemacht? Nee. Dankeschön. Wegen 5 Münzen brauchen wir hier nicht rumweinen. Aber trotzdem, in Paper Mario für den Nintendo 64 war das immer kostenlos, diese Auffrisch-Gedöns-Dinger. So, und damit haben wir in der Geröllburg alles erledigt. Wir haben den Sonnen- und den Mondschlüssel und können damit zurück und stürzen uns mal wieder in Kämpfe. Ach ja. Ach komm. Wir machen den Goomba gleich mal fertig mit seiner Feuerblume. Und einen Koopa legen wir flach. Jo, sehr gut.
So, Mario gibt den voll drauf. Und den anderen legen wir auch noch flach. Dann kann der mir nichts mehr machen. So, einmal Koopa tot. Und der nächste folgt zugleich. Wir haben auch gleich bestimmt ein Level up. Hoffe ich. Und schon wieder fast ein Sternendings voll. Ja, könnte das rein, sind das 6 Stück? 8, hey, Level up. SE-Sternenergie, genau, dieser Kreis, genau. So, was nehmen wir den? 10 oder 15, wo ist er? Wir nehmen Ordenpunkte, die kann man immer gebrauchen. Baba, mein KP kann man auch immer gebrauchen, weißt du Bescheid und so, aber trotzdem. Okay, Herzen. Blumen. Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Dann wieder hier durch. Und hier ist nichts mehr, oh nein. Dann wieder hier durch und dann sind wir gleich wieder im Blütenweiler. Koopas? Oh nein. Tschüssi. Oh nein, voll in den Pikskumba rein. Bin ich ein Pfosten. Aua. Genau. So, mit dem Hammer drauf. So, Koopa flachlegen. Und mit dem Hammer drauf. Stirb! Cool! Hey, so viel cool ist zu cool für Mario. Hey, yeah! Bingo! Wetter! Ganz schön viele Leute Sternenergie aufgeladen. Die war doch schon aufgeladen. Ja, je nachdem, was man für ein Symbol bei Bingo bekommt. Pilz wären KP, Blüten wären BP. Diese Sterne sind Sternpunkte. Und wenn man 3 Giftpilze hat, dann wird stattdessen das eins komplett geheilt, dass man komplett geheilt wird, wird man praktisch komplett fast bis auf 0 alles gesetzt. Also die KP, die BP, die Sternpunkte, fast alles ganz nach unten. Und genau, wenn man einen Giftpilz hat und wenn man 3 Insignien hat, also 3 Giftpilze, alles runter, bei 3 Insignien wird alles aufgestockt. Blütenpunkte, Kraftpunkte, Sternenergie, da wird alles hochgeschraubt. So, was wollte ich jetzt noch tun? Wir könnten noch mal schnell im Shop vorbeischauen, bevor wir dann in Logardsburg gehen. Genau, wir brauchen hier eigentlich im Blütenweiler nichts mehr. Ne? Wir schauen noch mal schnell im Itemshop vorbei. Le Itemshop. So, Pilz, Honigsirup, bla bla bla. Hartpanzer macht Terror und erhöht Verteidigungskraft, Schlafindikator. Wir kaufen Honigsirup. Wir kaufen Honigsirup. Wir kaufen Honigsirup. Wir kaufen Pilze. Was? Du hast keinen Platz für weitere Items und das ist auch schön. Okay, dann halt nicht. Dann speichern wir kurz. Und verschwinden aus Blütenweiler, weil es so ist. Tschüssi. Titel. Hey, Kupio. Mario, nicht wahr? Also, ich habe hier gewartet damit. Also, ich wollte dir nämlich erzählen, was also meine Bitte ist. Was ist nur los? Also. Eigentlich, ich wollte, darf ich mit dir zusammen gegen Logard kämpfen? Weil nämlich mein Vater, er hat uns damals verlassen, um Logard zu bekämpfen. Aber er ist niemals zurückgekehrt. Aber das ist nicht der Grund, warum ich diesen Drachen besiegen will. Oder, naja, höchstens ein ganz kleines bisschen. Mein Vater hat für alle gegen Logard gekämpft. Ich will auch so mutig sein. Ich. Alle halten mich nämlich für einen Verlierer. Aber wenn ich mit dir den Drachen besiege, dann werde ich so stark wie mein Papa.
Ich weiß, es ist gefährlich, aber bitte nimm mich mit. Bitte, Mario. Na klar. Ehrlich, danke, Mario. Vielen Dank. Yay! Kubio gehört nun zum Team. Sehr schön. Kubio! Mario, Gumbrina und Kubio. Kubio hat folgende Fähigkeiten. Drücke X, um mit seinem Panzer entfernte Items und Scheide zu erreichen. Yay! Geht wie Sau! Hättest du X gedrückt, bleibt der Panzer daher, wohin du ihn getreten hast. Genau. Lässt du X dann los, trifft Kubio Dinge, die hinter Mario sind. Schalter, sehr gut. Muss man sich gut merken, ist alles sehr wichtig. Du kannst Mario auch gegen bewegen, während Kubio in deiner Position verharrt. So kannst du Schalter auch größere Entfernung betätigen. Das ist richtig. So, ja, genau. Braucht man alles in Lokatsburg jetzt. Merkt ihr, halte X gedrückt, um den Panzer in seiner Position zu halten. Im Kampf verwendet Kubio den Panzerstoß gegen einen Gegner am Boden oder er trifft alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer. Willst du das Team ändern? Drücke Start und wähle die Option Team im Menü. Ja, Kubio. Also Mario, auf gute Zusammenarbeit. Na klar, Kubio. Kubio? Was ist los? Ah! Kuba-Mädchen. Kubine! Hast du uns zugehört? Kubio, du willst wirklich gegen Logart kämpfen? Aber das ist doch. Du bist doch ein träger kleiner Kuba und du bist viel zu ungeschickt, um gegen einen Drachen zu kämpfen. Es ist Wahnsinn. Nein, Kubine, ich werde ein echter Mann, auch für dich. Und deshalb. Ein echter Mann, ach was, dafür musst du dich doch nicht in Gefahr begeben. Du bist zwar etwas zart und leicht eingeschnappt, aber ich liebe dich doch. Jedenfalls kannst du bleiben, wie du bist, Kubio. Bitte geh nicht. Aber nein, ich habe mich doch nun mal dafür entschieden. Mach dir keine Sorgen, schließlich ist ja Mario bei mir, oder? Kubi Dummkopf! Das ist auch schön. Ah! Voll mit dem Panzer reingewirkt. Kubine, bitte! Ich werde ganz sicher ein echter Mann als echter Mann heimkehren. Bla bla bla. Also Mario, auf zu Logartsburg. Yay! So, ich demonstriere das gleich mal mit dem Panzer. Also X. Und dann macht er hier das so. Man kann hier stehen bleiben. Wenn man nur kurz X drückt, macht er das so. Und wenn man jetzt hier gedrückt hält, kann man hier bla bla. Und dann schießt er einfach nach hinten, der Kubio. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir werden das jetzt gleich in Logartsburg öfter brauchen, um Schalter zu aktivieren, um anderes Zeug zu machen. Ist ganz wichtig. So, was man jetzt hier gleich mal tun kann, man kann wechseln und kann hier Powerpanzer machen und der trifft dann alle Bodengegner. Und die sind tot. Ist natürlich sehr gut. Geht halt alles viel schneller. Mario soll jetzt den Para-Kumba noch fertig machen und dann hätten wir das. 9 Sternpunkte. Okay. Münzen. Nom. Die eine packt drauf. So. Wir gucken schnell noch zu Logartsburg. Zumindest vor Logartsburg hier so. Hau ab. Nein. Ach Mann. Naja. Hammer. Ihr seid trotzdem alle tot. Noch mehr Coolness. Panzerstoß. Da muss man jetzt einfach stehen bleiben, wenn dieser rote Stern aufleuchtet. Nach links drücken den Joystick und wenn der Stern aufleuchtet, dann loslassen oder beziehungsweise wieder in die Mittelstellung. Ach, hau den Pitz raus. Nein! Hau den weg! Geht alle weg von mir! Nein! Ach, ich liebe diese Kämpfe einfach. Toll, toll, toll. So, Hammer. So, und Hater, was ist im Publikum los? Hater hat einen Pilz. Nicht getroffen, Pfosten. Cool! Sehr schön. Wieso ist der eigentlich nicht tot? Ich muss weg. Jetzt ist er tot. Na kommt schon. Hey, der hat nichts ausgespuckt. Böse.
Und damit hätten wir es endlich geschafft. So, dann können wir hier den Sonnenschlüssel einstecken. Sonnenschlüssel eingesetzt. Können hier den Mondschlüssel einsetzen. Mondschlüssel eingesetzt. Und dann passiert was. Ein Schalter. Und da steht Zeug. Da üben ist übrigens noch ein Schalter erschienen. Zwei Schalter. Hier eine und drüben einer. Und da steht Zeug. Der Weg führt zur Burg, der schrecklichen Logart. Lasst alle Hoffnungen fahren. Und willst du doch zur Burg, so drücke beide Schalter zur gleichen Zeit. PS. Koopas aus Blütenweiler mit ihren Panzern haben hier sicher keine Probleme. Und das war eigentlich schon das Stichwort. Das Ganze funktioniert so. Man macht hier Ledrück, hält jetzt X gedrückt. Koopa bleibt jetzt hier. Und ich gehe jetzt hier rüber. Lass Koopa los. Koopio los. Und hau hier mit dem Hammer drauf. Und schon haben wir beide Schalter gleichzeitig gedrückt. Ganz einfach. Ja. Hab das erste Mal ziemlich lang rumprobiert und da erscheint jetzt die Röhre zu Logarts Burg. Im Hintergrund erscheint jetzt auch, man sieht schon die Röhre und da kann man jetzt zu Logarts Burg rüber. Das werden wir dann allerdings erst im nächsten Part machen. Wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren. Wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der AC1005 und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis denn, Leute, und ciao, ciao.